bin die Conny Röppner-Kase, leite die Tanzschule Röppner, die es bereits seit 1954 gibt. Und ich hoffe, dass der heutige Ottersleber Flashmob einfach ein Erfolg wird und dass wir einfach heute mal gemeinsam mit den Otterslebern den Tanz Jerusalemer tanzen. Wie bist du darauf gekommen, hier in Ottersleben, in dem ehemals größten Dorf der DDR, einen Flashmob zu veranstalten? Ja, ich wohne in Ottersleben. Ich habe meine Tanzschule in Ottersleben und deshalb dachte ich einfach mal für den Stadtteil einen Flashmob zu organisieren, um einfach mal, ich sag mal, in der jetzigen Zeit ein wenig Freude und Spaß zu produzieren und um auch mal nicht nur auf den Social Medien die Ottersleber zu kennen, sondern auch mein Live die Ottersleber kennenzulernen. Und das war mein heutiges Ziel, gemeinsam mit meinem Team. Mit wie viel Mitwirkenden außer denen aus deiner Tanzschule rechnest du heute? Ja, ich rechne so circa, sage ich mal, mit 100 Personen, die dann heute kommen. Und schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen und schauen wir mal, was kommt und ob die Ottersleber Spaß und Freude haben. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Bis gleich. Thank you.
Dass man sich beim Tanzen die Haare noch macht. Tja, alles Übung. Geil. Ich möchte jetzt die Hebefigur sehen. Und dann möchte ich bitte kommen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Alle Haare gehen in Tanzhaltung. Und kann nicht aufs Lauter. Das ist unser Dankeschön für die Ottersleben.
Zimmer bist vorbei. Bist du zufrieden? Oh, ich bin sehr zufrieden, weil ich heute die Ottersleber auch mal live gesehen habe, weil ich auch, denke ich, Spaß und Freude profitieren konnte. Und ganz nebenbei, wir haben uns bewegt, sind ins Schwitzen gekommen und das tut uns jetzt in der heutigen Zeit unheimlich gut. Gut, wir werden nachher das Video schneiden, heute noch bei Ottersleben aktiv online stellen. Tolle Idee, hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch noch was. Tschüssi.